Am Umweltcampus Birkenfeld gibt es 6 Studierendenwohnheime mit mehr als 750 Wohnheimsplätzen. Die Wohnungen sind teilweise möbliert und teilweise unmöbliert. Es gibt Einzelapartments und WG-Zimmer. Im unmittelbaren Umfeld des Campus gibt es weitere Wohnmöglichkeiten. Der Wohnungsmarkt am Campusstandort ist sehr entspannt, sodass es für Studierende problemlos möglich ist, eine Wohnung zu finden, die verhältnismäßig günstig ist, insbesondere im Vergleich zur Wohnungssituation in Großstädten oder klassischen Studierendenstädten. Am Umweltcampus gibt es eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten für die Studierenden. Eine Multifunktionssporthalle bietet den Studierenden die Möglichkeiten für unterschiedliche sportliche Aktivitäten. Des Weiteren verfügt der Campus über einen Fußballplatz, Tennisplätze, ein Basketballfeld, ein Beachvolleyballfeld oder einen Kraftraum. Der Campusgarten ermöglicht den Studierenden eine gemeinsame Gartenbewirtschaftung. Die Studentenkneipe Kadu neben dem Mensa-Restaurant liegt direkt auf dem Campusgelände. Zudem gibt es in Laufentfernung ein Kino. Der Umweltcampus Birkenfeld ist eingebettet in die außergewöhnliche Landschaft des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Das älteste Heerlager der Römer in Deutschland wurde bei Hermeskeil während des Gallischen Krieges errichtet, in unmittelbarer Nähe zur spätkeltischen Siedlung Hundenring der Treverer bei Otzenhausen. Der Brustalsee mit seinem Seebad und den Surf- und Segelmöglichkeiten bietet ein breites Angebot an Wassersport. Im Winter kann am Erbeskopf, dem höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, Ski gefahren oder gerodelt werden. Darüber hinaus bietet der Nationalpark Hunsrück-Hochwald zahlreiche weitere Aktivitäten wie Mountainbiken oder Wandern. Durch die ideale Anbindung an die Bahn als klimaneutrales Verkehrsmittel sowie an die Autobahn A62 lassen sich sowohl Städte wie Saarbrücken, Kaiserslautern, Mainz oder auch Frankfurt im Umland des Umweltcampus als auch die Freizeiteinrichtungen zügig erreichen. Elektroautos können emissionsfrei am Campus über die Solarcarports geladen werden. Zudem können Elektrofahrräder am Campus für eine Radtour gemietet werden. Weiterführende Informationen zum Wohnen, Leben und Studieren am Umweltcampus gibt es auf unserer Webseite unter www.umwelt-campus.de.